Heute möchte ich ganz gerne über den Wert von Daten sprechen. Das ist ja ein Thema, was uns alle in Zeiten der Digitalisierung sehr stark bewegt und was natürlich auch für Unternehmen halt eine große Herausforderung, aber letzten Endes auch eine große Chance bietet. Momentan haben wir immer sehr einfache Beispiele, die herangezogen werden, um den Wert von Daten auch zu quantifizieren oder auch tatsächlich bestimmen zu können. Ein ganz einfaches Beispiel ist viel zitiert, wir gucken uns Facebook an. Facebook hatte letztes Jahr im Sommer eine Marktkapitalisierung, also einen faktischen Marktwert von 512 Milliarden US-Dollar und ungefähr 2,3 Milliarden Nutzer. Und wenn man das dann runterrechnet, dann kann man sagen, naja, so die Daten jedes Nutzers sind offenbar 220 Dollar wert, nicht? Jetzt kann man sich fragen, als Nutzer von Facebook, ist das irgendwie gut? Was hat man selber davon? Aber diese Fragen helfen häufig nicht weiter und sie helfen eben halt Unternehmen auch nicht wirklich weiter, weil ja nicht jeder das Geschäftsmodell von Facebook halt hat. Insofern lohnt es sich, dass wir da etwas tiefer einsteigen. Man kann den Wert von Daten messen und bestimmen. Man muss allerdings davor sich überlegen, dass Daten sich grundsätzlich etwas anders verhalten als materielle Güter, die man anfassen kann. Und um da vielleicht zwei Beispiele zu nennen, bei materiellen Ressourcen oder auch bei Assets, die man anfassen kann, ist es so, dass die letzten Endes einem Verschleiß unterworfen sind, nicht? Also die Dinge nutzen ab, das kennen wir. Das haben wir bei Daten üblicherweise nicht, also diese Abnutzungseffekte haben wir nicht. Und wir haben auch bei physischen Ressourcen natürlich das Prinzip, auf dem unsere gesamte Volkswirtschaft letzten Endes basiert, dass Ressourcen verbraucht werden. Also die sind irgendwann, wenn man sie nutzt, sind sie weg oder werden weniger. Und genau diesen Effekt haben wir bei Daten halt auch nicht, weil ich könnte sie einfach kopieren und sie haben eigentlich an ihrem Wert damit wenig verloren. Und insofern muss man einige Unterschiede identifizieren im Umgang zwischen Daten als immaterielle Wirtschaftsgüter und eben halt Dingen, die man anfassen kann. Gleichzeitig geht es aber, dass man Konzepte für den Umgang, für die Bewirtschaftung von physischen, tangiblen Gütern überträgt auf den Umgang mit Daten. Dazu muss man aber erstmal wissen, was eigentlich der Wert von Gütern überhaupt ist. Und da kann man drei wesentliche Prinzipien unterscheiden. Wenn ich keinen Ansatzpunkt darüber habe, was meine Ressource vielleicht wert ist, dann ist es ein guter Näherungswert, sich zu fragen, welche Kosten sind mir denn entstanden, um in den Besitz dieses Gutes zu erlangen. Da kann man einerseits sagen, naja, wir haben bestimmte Einkaufskosten, das passiert. Unternehmen kaufen Daten ja ein, beispielsweise in der pharmazeutischen Industrie. Es gibt auf der anderen Seite auch Anbieter von Datendiensten, die letzten Endes schon seit einigen Jahren ihr Geschäftsmodell darauf basiert haben. Also ich kann Daten einkaufen und der Einkaufspreis wäre ein erster Anhaltspunkt des Wertes. Wenn ich die Daten selber erzeuge, habe ich auch Kosten. Ich produziere Daten, ich pflege Daten, ich erhöhe ihre Qualität und das sind Dinge, die durchaus ganz signifikant sein können. Wir haben mit einem Anlagenbauer aus Süddeutschland vor einigen Jahren mal untersucht, welche Kosten entstehen für die Entstehung, also für die Anlage und die Pflege von Teilestammdaten, also Komponenten und verkaufbaren Teilen. Und da ist man ganz erstaunt, dass nämlich die Pflegekosten sich zwischen 500 und 2500 Euro, je nach Komplexität dieses Teils, pro Jahr belaufen. Also die Bereithaltung von Daten, die Verfügbarmachung von Daten, die kostet eben Geld. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, und das ist der interessanteste für viele Unternehmen, ist der Nutzwert von Daten. Also man guckt sich nicht die Kosten an, die entstanden sind, um in den Besitz der Daten zu gelangen, sondern den Nutzwert. Was bringt es mir wirklich in einem Prozess? Welchen Ertrag in ökonomischer Art und Weise wird mir generiert aus diesen Daten? Da kann man ein Beispiel nehmen, auch wieder aus dem Bereich der internen Daten. Nehmen wir zum Beispiel Lieferantenstammdaten. In großen verteilten Organisationen ist es wichtig, dass die Lieferantenstammdaten vernünftig gepflegt sind, dass sie konsistent sind. Warum? Weil ich diese Daten benötige, wenn ich Einkaufsverhandlungen führe. Ich will letzten Endes über alle meine Standorte, Geschäftsbereiche wissen, was habe ich von Lieferant XY in dem Geschäftsjahr bezogen. Und dafür muss ich letzten Endes halt alle
Beschaffungsvolumina bündeln können. Und das gelingt mir nur, wenn die Daten eben halt A, verfügbar sind und eben halt auch in hoher Qualität, in hoher Konsistenz, sodass ich nicht den gleichen Lieferanten mit verschiedenen Nummern identifiziere, weil dann gelingt mir diese Bündelung nicht und dann kann ich nicht meine Einkaufsmacht wirksam werden lassen und ich verliere Geld. Der Nutzwert ist also hier tatsächlich halt die Einkaufsersparnisse, die durch die Bündelung der Beschaffungsvolumina erreicht werden. Das war der zweite Bereich, den wir heranziehen können, um Güter und Ressourcen zu bewerten, also neben dem kostenbezogenen Ansatz, den nutzwertbezogenen Ansatz. Was wir heute im digitalen Geschäftsmodellen als dritten Ansatz sehr stark sehen und wo sehr viel auch noch an offenen Fragen besteht, ist der Marktansatz. Also gibt es einen Markt für meine Daten? Und wenn ja, wer ist der Käufer und was ist er bereit zu zahlen? Und wir alle letzten Endes sind in diesem Marktansatz involviert, weil wir als Individuen eben solche Dienste nutzen, wie beispielsweise Facebook, und ja auch dafür was bekommen. Also wir liefern unsere Daten, die in aggregierter Form als Big Data sehr, sehr nützlich sind für gezielt geschaltete Werbemaßnahmen und wir bekommen einen Dienst, nicht? Also einen Dienst, der Facebook uns bereitstellt. Und jetzt können wir sagen, naja, ist es uns das wert, diesen Wert, den wir da haben, quasi als Tauschgeschäft für die Bereitstellung unserer Daten. Und wir sehen eben halt diese Fragen in sehr vielen industriellen und betriebswirtschaftlichen Kontexten. Nehmen wir zum Beispiel vorausschauende Wartung. Ich weiß, wenn ich die Daten aus meinem Schweißprozess dem Instandhaltungsdienstleister meiner Anlage verfügbar mache, dann komme ich irgendwann in den Genuss besserer Wartung. Das erhöht die Auslastung meines Schweißroboters und ich habe letzten Endes was davon. Also ich kann sagen, naja gut, ich gebe dir meine Daten, lieber Dienstleister, und dafür bekomme ich eben halt im Tauschgeschäft einen gewissen Gegenwert. Also das ist letzten Endes etwas, wo wir hier Marktmechanismen haben. Aber ich kann auch Daten einfach verkaufen, beispielsweise Bewegungsprofile in anonymisierter Form von Mobilfunkkunden werden verkauft und, muss man sagen, relativ als Rohdaten, nicht? Also da wird gar nicht großartig vorher die Qualität gesichert, da wird eben sichergestellt, dass es anonymisiert ist, aber man verarbeitet die nicht vor. Und man bekommt eben Geld dafür, dass man Daten bereitstellt. Die Frage ist jetzt, vor der viele Unternehmen stehen, gibt es ein Verfahren, um vergleichbar, nachvollziehbar den Wert der Daten zu ermitteln? Und das ist etwas, was möglich ist, indem man Konzepte aus dem Umgang mit physischen, anfassbaren Ressourcen überträgt auf den Umgang mit Daten, also auf eine intangible, immaterielle Ressource. Und so ein Verfahren ist notwendig, damit wir diese Ressource Daten vernünftig bewirtschaften können, damit wir sie steuern können. Denn jeder weiß, was wir nicht messen können, was wir nicht klar anfassen können, das können wir eben halt auch nicht managen. Und deshalb brauchen wir so eine Methode, die uns dabei hilft, Daten zu bewerten. Wir am Fraunhofer ISST arbeiten an so einer Methode, an so einem Verfahren, in dem vom BMWi geförderten Projekt Demand, wo wir uns genau um solche Dinge kümmern. Also was sind Use Cases, die letzten Endes halt nach einer Monetarisierung beziehungsweise im ersten Schritt nach einer Bewertung von Daten fragen und versuchen eben halt aus dem, was wir in einzelnen Fällen lernen, entsprechend so ein Verfahren zu entwickeln. Ich darf vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen, dass auch in der Plattform Industrie 4.0 die Arbeitsgruppe 6 zu digitalen Geschäftsmodellen sich genau mit diesen Fragen zurzeit beschäftigt. Insofern ist das ein Forschungsthema, was uns allen sehr viel Spaß macht, weil es nämlich von hoher praktischer Relevanz ist und gleichzeitig letzten Endes halt auch aus wissenschaftlicher Sicht viele spannende Fragen mitbringt.